Dieses Buch ist nicht schlichtweg ein Buch über Sex, sondern ein Buch über die erotischen Fantasien der Deutschen. Es gibt den Mann, der möchte, dass seine Frau mit einem Arbeitskollegen Sex hat vor seinen Augen, den er eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Es gibt die Putzfrau auf der Vorstandsetage eines DAX-Unternehmens, die Papierkörbe ausleert, während der Vorsitzende dort noch arbeitet und in der Besenkammer masturbiert und an diesen Mann denkt. Es gibt den 19-jährigen Abiturienten, der so viele Pornos in seinem Leben gesehen hat, dass ich mit dem Interview schneller durchgekommen wäre, wenn ich ihn gefragt hätte, worauf er nicht steht. Naja, wie bin ich auf das Buch gekommen? Ich saß letztes Jahr mit meiner Tochter in einem Biergarten hier in Berlin und da waren sehr, sehr unterschiedliche Menschen und wir unterhielten uns so über die Unterschiedlichkeit dieser Leute. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu spekulieren, wie die wohl so in erotischer Hinsicht drauf sind. Und da dachte ich, das ist eine Geschichte, das würde ich gerne mal versuchen herauszufinden. Also zunächst mal habe ich einen Fragebogen erarbeitet und eine Website erstellt, die das Projekt vorstellt und habe in den unterschiedlichsten Zeitungen und Magazinen Annoncen geschaltet. Und so kamen dann aus ganz Deutschland, aus den unterschiedlichsten Schichten, die unterschiedlichsten Fantasien zusammen. Ich glaube, die am meisten eingesandte Fantasie, da bin ich ziemlich sicher, ist, dass mir Männer schreiben, sie würden gerne mit zwei Frauen zur selben Zeit Sex haben. Frauen im Übrigen schreiben das nicht. Wenn, dann wollen sie gleich fünf oder mehr. Also nachdem ich ja mit ganz vielen Leuten schon gesprochen hatte, wollte ich das irgendwie für mich auch mal klar machen und habe den Kontakt zu einem Sexualpsychologen gesucht. Das ist Herr Dr. Ahlers, ein sehr renommierter Mann, der hier in Berlin ein Institut hat und der sich bereit erklärt hat, mir als Berater zur Verfügung zu stehen. Es ist ja ein altes angelsächsisches Prinzip im Journalismus, dass man die Nachricht von der persönlichen Meinung trennt. Es ist nicht interessant für den Leser, was meine Meinung dazu ist, ob ich das moralisch oder unmoralisch finde. Das kann er sich selber überlegen. Am Ende dieses Buches möchte ich sagen, ich möchte eine gesellschaftliche Diskussion anregen über sexuelle Fantasien. Das bedeutet nicht, dass die Menschen sich gegenseitig ständig ihre sexuellen Fantasien erzählen sollen. Denn sie brauchen eine Privatsphäre und sie möchten es auch ein bisschen anrüchig haben. Ja? Aber es soll eine Akzeptanz entstehen dafür, dass Leute anders ticken. Und das möchte ich mit diesem Buch erreichen.